40 Vlog an die Samstag, die 8. August. Ich versuchte einzubauen, neues technisches Funktion in analoges Halluzinelle. Bleibst du. Denn bis heute, sie war nicht zu gebrauchen für Arbeit in Rakete, weil sie war nur holographisches Bild und sie nicht konnte greifen, festes Materie. Geht doch! Jetzt ich konnte machen lang ersehntes Forschungsreise in entferntes Galaxis, wo noch nie war eine Mensch. Mit neuer Fähigkeit von Halluzinelle, die jetzt konnte greifen, ich endlich jemand hatte, der konnte aufpassen auf Rakete. Und so, ich konnte benutzen die alte duseltronische Schlafbettmaschine für jahrelanges Flugzeit. Soll. Du mal so. Mit dieser Schlafbettmaschine kann man machen lange Hyper-Duper-Schlaf, zum Beispiel 200 Jahre, und wird man nicht älter. So, ich würde fliegen die weite Weg in fremde Galaxis, und wenn wir sind da, ich wache auf und bin ich jung und Frischling wie an heutigen Tag. Hab ich fertig Kurs in Steuerung gemacht, hä? Jetzt ich schnell schlafe 30 Jahre. Alles verstanden. Wie lang sind denn 30 Jahre? Na, wird Zeit vergehen wie ein Flug, hä? Aber jetzt nicht duseln. Wird schon gehen gut, hä? Wenn gibt Problem. Als ich kam nach langem Hyperschlaf in fremde Galaxis, ich wurde geweckt. Aber bekam ich große Verschreckung. Hatte ich gut geschlafen 30 Jahre, aber war ich auch 30 Jahre veraltert. Diese duseltronische Mistmaschinegerät war ganze Zeit kaputt. Frechigkeit! Wo ist dieses verdammte halluzinelle Ding? So eine unfassbare Frechheit hätte ich ihn. 30 unendlich langweilige Jahre, mich so lange eingeschaltet zu lassen. Guckst du mal, war kaputt die duseltronische Schlafbett. Warum du nicht hast geweckt mich? Solltest du machen Bewachung. Hab ich doch. Was? Glaub ich nicht das. Bist du ein bisschen blöd oder was? Kann ich versterben? Sinnloses 30 Jahre. Sterben? Was ist denn, wenn sie sterben? Wenn ich versterbe? Kann ich dir sagen, was ist, ha? Bin ich Totmaus, nix mehr, weggelöscht. Und? Hörst du, ohne Tiche, Eon Tiche, du bist verlangweilt auf ewig in Rakete. Ohne Tiche, du bist nichts, verstande? Jetzt ich mir machte Sorge. Wenn ich wollte zurück zur Erde, dauerte Flug 30 Jahre nochmal. Und bei Ankunft ich wahrscheinlich nicht mehr würde leben, weil ich dann wäre fast 100 Jahre alt. Ging ich in Bücherhalle und suchte ich ein kosmisches Enzyklopädie nach Lösung. Brauchte ich ein Werkstatt für Reparatur von Duseltron. Aber im Buch stand, in ganze Gegend gab nur ein einziges Planet mit Leben. War fremd. Staunende Auge kam ich in Zollhafen von modernes Planet. War ich die erste Mensch hier und waren komisches anderes Leute. Ah, Sie sind Säuger? Ja, bin ich. Zweifach Düse, Gas. Ein Düse, Luft. Dankeschön, sehr gut. Von welchem Planet, bitteschön? Na, bin ich von Erde. Aha. Ah, da, Erde. Tja, Sie kommen als Tourist? Komisch. Im Moment, wir haben Ström. Jetzt, Sie fahren in Zimmer 116, da ist Reservenfabrik. Dann Sie bitte schön gehen in Zimmer 24, ist pharmazeutisches Kabine. Dort Sie bekommen Pirupetspillen gegen Ström. Sie wollen gerne leuchten während die Aufenthalt?
Nicht leuchten. Gut, bitteschön, wenn Sie denken, hier sind Dokumente. Sie sind Säuger, stimmt? Ja, bin ich. Also schön, auf gute Saugen. Sie sind Säuger? Ström? Wusste ich nicht, was meinte er. Machen wir Kopie von Knospe. Falls Sie haben Unfall wegen Ström, ist normal, brauchen Sie haben keine Sorge. Und keine Sorge? Da ich in viele Jahre schon war auf viele fremde Planeten, ich habe gelernt, es ist wichtig zu sein diskret. Also, ich lieber nicht frage. Dieses zu nehmen ist verboten in meiner Region. Was? Aber ist das Ström draußen? Mach ich nicht. Ah, ist verrückt, die Kerl, ha? So, du bist Säuger, Grausmann? Ja. Ah, dachte ich mir. Also, hier nimmst du alle 3 Stunden eine Päckchen Pille gegen Ström, ha? Ist starkes Verstrahlung draußen. Ja, dann mach ich mal, ha? Hey, Lutsche! Hatte ich Gefühl, diese fremde Planet gleich will explodieren. Aber auf die Straße, keiner machte sich Sorge. Und deshalb ich glaubte, dass das war die genannte Ström. Offensichtlich war ganz normal. Aber konnte ich auch sehen, was passiert, wenn man nimmt keine Pille. Nach langer Suche, ich endlich hatte gefunden, einziges Werkstatt in Gegend. Verschreckung! Werkstatt komplett kaputt! Gibt andere Werkstatt hier in Gegend? Was? Anderes Werkstatt? Ist diese nicht gut? Wie soll gehen? Ist doch nur vertrümmerte Bodenloch. Ach, Sie sind Tourist. Ha? Machen Sie noch Gewöhnung dran, wenn Sie sind länger hier. Ist doch ganz normal. Hallo? Sie haben passende Ersatzteil für Dusseltron? Ah, kaputte Dusseltron, hä? Ich sehe und falte im Gesicht. Ist Technologie von vorgestern. Kann ich Ihnen verkaufen die neueste Hochtechnik? Ein Seelenquetscher. Ich Ihnen vorführe. Ist ein tolles Gerät, hä? Das mit Hilfe von die gemachte Reservedatei die Person zerlegt in einzelne Atome. Und nach bestimmter Zeit, zum Beispiel 1 Minute oder 100 Jahre, widersetzt zusammen, ohne dass Person wird älter. Kann man benutzen immer, wenn dauert lange. Auf unserem Planet überall stehen Seelenquetscher. Hier spart man auch richtig Platz. Aber was ist mit die Seele von Mensch? Seele? Na, ist ein Mauser dort. Merkt ihr nix. Gestorben. Das auch kann nicht geben Schlaflosigkeit oder böse Traum oder Ungemütlichkeit. Das ist eine tolle Erfindung. Ach, ich blöde Esel bin. Hab ich Verwehung gemacht von Kollegen. Ach, keine Sorge. Das ist die besondere Besonderheit von Seelenquetscher. Der Körper besteht aus Kohle, Schwefelchen, Wasser und Versauerstoff. Und ein kleines bisschen Eisen. Und mit Reservedatei alles wird wieder hingetüftelt und aufgefüllt. Alles komplett bei Kollege? Ach, selbstverständlich. Ist kein Trick. Aber bitte, jetzt Sie versuchen. Tut nicht weh. Nur ein kleines bisschen und dann Sie sind tot. Dankeschön. Weiß ich jetzt, wie geht, ha? Haben Sie passende Ersatzteil für kaputte dusseltronische Schlafbett? Hab ich Dringlichkeit von Zeit? Ist doch veraltetes Schrott. Dann sollten Sie lieber seinen Schlaufuchs und nehmen unser. Wir schon da sind? Yes.
schon das zweite Mal heute. Meine Pechigkeit, aber auch mistig hier. Also, sollten Sie lieber sein, Schlaufuchs, und nehmen unsere tolle Seelenquetscher. Damit, Sie reisen, Modern. Ich sehe, Sie sich wundern über unser Gleichmut. Aber dieser Zustand von Ström nun schon gibt 30.000 Jahre. Und das genug Zeit für Gewöhnung an Reserve. Ah, bitteschön. Brauche ich ganz dringend passende Ersatzteil. Muss ich machen Abschied. Hab ich Gefühl, ist dieser Planet kleines bisschen plemplem. Bitte, ma. Aber brauchen Sie Geduldigkeit. Muss ich suchen erst. Hab ich über eine Stunde gesucht nach Ersatzteil hinten im Lager. Was gewesen? Ja, ist schon wieder Meteor eingeschlagen. Und diesmal hat getötet Sie. Aber haben Sie nichts verpasst. Diese alte Kram wir leider nicht mehr haben. Habe ich ja schon gesagt. Und sollten Sie machen Beschwerung. Hat gedauert ewig. Bis war hier Ihre Reserve. Reserve? Was für Reserve? Na, Ihr eigenes. Nein. Wo ich bin? Was? Hier den Laden. Sie sich nicht gut fühlen? Was? Ich bin Reserve? Na, sag dich doch bereits. Wo ist Ion Tiche? Wo ist Ion Tiche? Hm. Ah, bekomme ich Schlappigkeit im Knie. Hm. Ah. Wo hier ist verspiegelte Bild? Angeblich, ich war ausgetauschtes Kopie von mir selbst. So eine Blödsinnigkeit. Auf ersten Blick war zu sehen kein Unterschied. Aber dann, ich machte schreckliches Entdeckung. Hatte ich meine Jacke links verdreht an. Das war die Beweis, das hat jemand mich angezogen, der hat keine Ahnung von Wäsche auf Erde. Und als ich fand die Reste von meiner Verpackung, mir blieb weg die Luft. Dann plötzlich ich merkte, dass ich auch noch machte Verjüngung. Was ist los? Mach ich Verjüngung? Bin ich kaputtes Reserve? Ja, das kann kommen von Strahlung bei Ström. Heute erst ist geplatzt ein Algolaner-Dings, ha? Weil er hat geweigert, sich zu nehmen, seinen Pillen. Sie doch sind Säuger, oder? Ja, bin ich. Also, nehmen Sie Ihre Pezzopille und ist erledigt. Aber bin ich Reserve? Die Dose mit Pille war in Tasche von anderen Tiche. Tja. Aber kann ich auch nicht weiterhelfen jetzt hier. Dieses ganze Planet ist blöd, wie Esel ist schlau. Jetzt, ich hatte verstanden. Musste ich raus aus dieser Verstrahlung, so schnell wie geht. Ohne diese Pille, ich würde machen Verjüngung ohne Ende. Und dann, ich würde verschwinden ganz. Verführung, bitteschön. Das Amt von Zollhafen, ich erreichte als 14-Jähriges. Und das Rakete im Alter von 8. Und als ich war nur noch 3 Jahre alt, ich mir kochte schnell einen Vorrat von lecker Brei für langes Flug in Heimat, um dann als Versäugling gerade noch zu schaffen an Steuerung. So, ich flog mit voller Geschwindigkeit zurück nach Hause. Und wenn stimmt denn meine Berechnung, ich würde in 30 Jahren bei Ankunft wieder sein genauso alt wie zu Abflug. Du sollst es essen, du Bengel. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Tiche. So wie es aussieht, sind Sie ohne mich im Moment ein Nichts. Na, Leute haben später erzählt, hätte ich mir Geschichte nur ausgedacht. Böse Leute haben erzählt, hätte ich Schwäche für Alkohol, die ich auf Erde heimlich mache, aber wenn ich bin auf lange Raumfahrt, dann hemmungslos. Gott allein weiß, was gibt für Gerüchte. Aber so sind Menschen. Glauben lieber größte Blödsinn als wahre Tatsache.